Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zur heutigen Ausgabe der Anlageidee. Ja, es ist der 1. Dezember und wir biegen sozusagen ab auf die Zielgerade, auf den Endspurt des Jahres, auch hier an den Börsen. Und ich hoffe, Sie hatten ordentlich was im Kalender heute. Vielleicht hat Ihnen ja jemand Ihr Türchen bereitgestellt und einen Kalender hingestellt und es war schon was Ordentliches drin. Bei mir war das ein Tee, den habe ich gerne getrunken, Lemon und Ginger. Also man freut sich dann, wenn man sozusagen Richtung Weihnachten unterwegs ist, da wird es dann insgesamt auch ein bisschen ruhiger. Ruhig wird es hier jetzt nicht, denn ich habe in der Anlage die als Gast heute Matthias Hüppe von der HSBC. Den begrüße ich und wir sprechen über die Saisonalität im DAX. Und Matthias, ich hoffe natürlich, dass auch bei dir im Kalender heute was im Türchen gewesen ist. Ja, es war was drin, aber ich mache das immer so, mir ist das morgens zu hektisch. Meine Frau macht mir immer noch den Adventskalender und ich packe den dann heute Abend aus. Ich bin gespannt. Ich glaube, es ist ein Buch. Sehr schön, dann drücke ich mal die Daumen. Für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer hast du was ganz Besonderes mitgebracht. Wir hatten ja schon mal um Halloween darüber gesprochen, um eine gewisse Saisonalität. Das betraf dann noch den November und Dezember. Und jetzt haben wir aber logischerweise, weil es auch Sinn macht, uns nochmal angeguckt, wie der Dezember ganz konkret und einzeln in der Saisonalität sich auswirkt beim DAX. Und da hast du uns ein bisschen was mitgebracht. Worum handelt es sich genau und was ist diese Saisonalität? Ja, was ist die Saisonalität? Also wir machen jetzt nicht den Blick in die Glaskugel, sondern den Blick in die Vergangenheit. Alle sprechen ja jetzt von der Jahresendrallye. Kommt sie denn oder kommt sie nicht? Und was da immer helfen kann, ist dann einfach mal einen Blick in die Vergangenheit zu sehen und zu schauen, wie war das denn eigentlich? Wie war das denn? Und jetzt gucken wir uns konkret mal den deutschen Leitindex, den DAX an. Wie war das denn seit 1988? Was ist im Dezember eigentlich passiert? Das soll natürlich nicht heißen, dass sich das so für dieses Jahr auch wiederholt, aber es kann durchaus, weil die Saisonalitäten haben ja schon einen Einfluss, ich sage nur Sell in May and Go Away und ähnliche Sprichwörter, die ja auch an der Börse dann zu entsprechenden Handlungen führen. Also da ein Blick in die Vergangenheit kann durchaus eine Chance erhöhen, dass man in der Zukunft richtig liegt. Ja, und tatsächlich, die Grafik zeigt das ja eindeutig. Es ist mehr grün als rot. Das bedeutet, seit 1988 gab es mehr positive Entwicklungen im DAX im Dezember als negative. Das kann man so sagen, oder? Ja, also grundsätzlich muss man schon sagen, war der Dezember ein grüner Monat, wenn wir es jetzt mal von der Farbe nehmen. Also er war positiv. In den 36 Jahren hatten wir ihn 28 Mal positiv. Also da sieht man schon, 26 Mal positiv, da hatten wir ihn wirklich 72% der Fälle einen positiven Dezember. Das ist schon mal gut. Das ist sozusagen schon mal eine ganz gute Voraussetzung. Aber auch, wenn man genau hinschaut, so in den letzten 10 Jahren sah das jetzt nicht unbedingt nach Jahresendrallye raus. Da ist so ein bisschen die Luft rausgekommen. Ja, die Luft rausgekommen. Du hast es angesprochen, statistisch, makroökonomisch kann man ja sagen, dass seit gestern die Welt wieder ein bisschen grüner aussieht sozusagen. Warum? Schlicht und ergreifend, weil Jerome Powell die Signale gegeben hat seitens der Notenbankpolitik, dass man nicht ganz so aggressiv vorgehen wird. Im Raum stehen da jetzt 0,5% im Dezember und dann noch 2 Zinsschritte im Februar und März von jeweils 0,25%. Und auch in China tut sich ein bisschen was. Mit welchen Auswirkungen zumindest mal in der Vergangenheit hast du denn da noch gesehen? Lass uns da doch noch mal ein bisschen tiefer einsteigen, weil das interessiert mich tatsächlich auch, was die Intensität dieser Renditen beim DAX betrifft. Ja, ich glaube schon, wenn man mal jetzt so ein bisschen zurückguckt, also wenn wir jetzt mal erstmal bei den Kläppchen noch sind, das größte Kläppchen, das wichtigste Kläppchen ist, glaube ich, der 14. Dezember, das Jerome Powell dann für uns hat, ob es dann die 0,5 oder 0,75 sind. Wenn wir jetzt noch mal so ein bisschen zurückgucken in die Renditenverteilung, und ich glaube, das ist ganz spannend, wenn man sich durchschnittlich anguckt, wie groß war denn die Performance im Dezember, dann ist die mit 2,3% für nur einen Monat eigentlich sehr gut seit 1988. Und jetzt kommt aber das so ein bisschen, jetzt kommt so ein bisschen da der Spielverderber. Das war von 88 bis 2010 sogar 3,3% im Schnitt, nur im Monat Dezember. Und seit 2010 sind wir quasi mit 0,3 plus minus 0. Das heißt, diese Jahresendrallye, die hat es eigentlich nur seit 2010, also in den letzten 11 Jahren, nur ein einziges Mal gegeben. Also so kann man so ein bisschen sagen, naja, rückbetrachtet ist vielleicht der Dezember auch der Monat, wo viele dann schon ein bisschen die Bücher zumachen. Und vielleicht ist ja auch mit Blick auf das, was wir jetzt schon seit Oktober gesehen haben mit 20% Erholung, die Jahresendrallye ein bisschen zu früh gekommen, in Anführungszeichen. Haben wir die Jahresendrallye vielleicht schon erlebt? Eine Sache, die mich noch interessieren würde, tatsächlich, du hast es gesagt, es wird ein bisschen ruhiger, ist die Frage, sind die positiven Ausschläge denn positiver und stärker, also steigt der Markt mehr, als er dann in den schlechten Jahren, in den schlechten Dezembern sozusagen fällt? Wie ist das denn?
Genau, das ist mal eine ganz wichtige Frage, gerade wenn wir davon sprechen, naja, ein 72% ist positiv, das sagt ja nichts darüber hinaus, wie stark es denn dann vielleicht in den, sag ich mal, 28% der Fälle, wo es runterging, negativ war. Und da sehen wir ganz gut in dieser Verteilung hier, dass die grüne Seite, und das sind die positiven Renditen, die überwiegt. Also da ist sozusagen die Mehrheit der Renditen gelandet, wenn man das jetzt mal so ein bisschen in dieser Verteilung sieht, wissenschaftlich gesehen. Das heißt auch, dieses Bild zeigt auch deutlich, dass wenn es denn dann positiv ist oder insgesamt die Verteilung so ist, dass es auch mehr positive Renditen in der Summe gibt als negative Renditen. Das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig, auch gerade wenn man so Saisonalitäten betrachtet. Man muss sich nicht nur die Chance angucken, dass es dann eine positive Rendite gibt, sondern wie hat sich denn die positive und negative Renditen, wie haben die es gegenseitig sozusagen angeglichen oder wenn man sie miteinander vergleicht. Und da sieht man ganz klar, die grüne Seite und dass die positive Seite überwiegt an der Stelle. Ja, Matthias, du hast doch gesagt, du blickst natürlich nicht in die Glaskugel. Das würden wir von dir ja auch gar nicht verlangen. Du bist ja Banker und kein Hellseher. Aber tatsächlich, die Statistik gibt einem zumindest so ein bisschen Mut, dass man zumindest statistisch betrachtet, wenn man da tatsächlich dann investiert oder auch nochmal wieder einsteigt in den Markt, statistisch betrachtet nicht schief liegt. Du hast einen anderen Aspekt noch angesprochen, auf den möchte ich nochmal eingehen. Das ist, dass du gesagt hast, naja, die Volumina nehmen so ein bisschen ab, weil der ein oder andere die Bücher schon zuklappt. Hat das denn Auswirkungen auf die Volatilitäten im Dezember? Ja, das hat es. Also zumindest rückbetrachtet, muss ich ja immer hier dazu sagen, da sieht man schon, da ist die Volatilität, wenn auch nicht viel, aber doch ca. 2% niedriger, als sie durchschnittlich im DAX ist. Also man sieht natürlich schon, und das ist klar, das merkt man ja auch schon zum Jahresende und auch zwischen den Jahren, wie es so schön heißt, also nach Weihnachten bis Neujahr, dann sind die meisten, sage ich mal, die meisten haben wirklich ihre Bücher zugemacht, wenn wir von den institutionellen Investoren sprechen, dann sind deutlich weniger Umsätze an den Märkten, es gibt weniger Unternehmenszahlen, weniger Ereignisse und dementsprechend ist das Thema dann auch, dass da sozusagen die Bewegungen an den Märkten zurückgehen und das sehen wir auch im Dezember, also es ist eigentlich weniger Schwankung, was so gesehen ja vielleicht auch für den einen oder anderen Anleger ganz gut ist, dass es da mal ein bisschen ruhiger zum Jahresende geht. Ich denke, Schwankungen haben die meisten Anleger dieses Jahr genug gehabt. Matthias, das finde ich ein sehr schönes Schlusswort und danke dir vielmals dafür, dass du tatsächlich mit uns und den Zuschauern hier nochmal ein bisschen einen genaueren Blick auf den Monat Dezember geworfen hast unter diesen unterschiedlichen Aspekten Rendite, die Höhe der Renditen sozusagen und die Regelmäßigkeit, wie oft das in der Vergangenheit statistisch betrachtet vorgekommen ist. Bleibt mir an der Stelle nur noch zu sagen, schöne Vorweihnachtszeit für dich und ich freue mich auf ein nächstes Mal mit dir. Bis dahin. Wünsche ich dir auch, Patrick, und wir sind gespannt auf das Geschenk am 14. Genau. Ja, und vergessen Sie nicht, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir haben ja auch noch einen großen Verfall im Dezember. Der wird die Märkte auch noch mal ein bisschen bewegen. Aber ja, Matthias Hüppe von der HSBC hat es gerade ganz richtig gesagt. Die meisten sind dann auch froh, gerade nach so einem Kapitalmarktjahr, was ja viele Tiefen, aber auch einige Höhen gesehen hat, wenn es dann am Ende rum ist und man dann endlich mal so ein bisschen privater unterwegs sein kann, die Zeit genießen und ein bisschen besinnlicher unterwegs sein. Ganz so weit ist es noch nicht. Handeln Sie vielleicht, wenn Sie denken, dass es für Sie das Richtige ist. Ich freue mich auf jeden Fall. Bis zu beim nächsten Mal. Bis dahin, Ihr Patrick Duet.